Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files 2. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt, weil ich mich hier gerade auf das Schild im Hintergrund konzentriert habe. Man darf hier drin nicht, wie nennt sich das mit diesen Skiern hier? Wasserski fahren oder was? Ein Abfallhaufen? Ein Haufen voller Laub, Dreck und Abfall. Der Straßenfeger mag vielleicht nicht sonderlich schnell sein. Seine Gründlichkeit ist aber auf jeden Fall vorbildlich. Ja, natürlich. Ich hab's schon lange aufgegeben, mich über das Wühlen im Abfall zu beschweren. Und wieder einmal bewahrheitet sich die Weisheit. Das Geld liegt auf der Straße. Ja, ich hab's doch immer gesagt. Pfütze? Wenn ich keinen Wert auf eine Lookmarke begossener Pudel lege, sollte ich aufpassen, dass kein Auto kommt, wenn ich in der Nähe der Pfütze stehe. Oh, ihm macht das ja anscheinend nichts aus, ne? Aber gut, der junge Kerl hier ist auch nicht aus Zucker. Der wird nicht so schnell dahin schmelzen. Ich weiß nicht wieso, aber mir drängt sich gerade eine Frage auf. Haben Straßenkehrer eigentlich Beamtenstatus? Hallo. Hi. Sie sind Straßenfeger? Nein, ich bin Molekularbiologe und sammle Proben für meine wissenschaftlichen Studien. Oh, ich hatte Sie wirklich für einen... Was für Studien? Natürlich bin ich Straßenfeger. Oh, ein Scherzkeks. Wusste gar nicht, dass Straßenfeger so witzig sind. Wirklich viele sind mir allerdings auch noch nicht begegnet. Der einzige Straßenfeger, den ich bisher kannte, war das WM-Finale von 1974. Touché. Ihnen müsste doch beim Fegen eigentlich aufgefallen sein, ob in dieser Brücke ein blauer Stein verbaut wurde, oder? Ja, in der Tat. Wenn ich diese Brücke schon häufiger sauber gemacht hätte. Haben Sie nicht? Nein. Ich bin heute nur aushilfsweise hier. Und auf dieser Seite der Brücke ist kein blauer Stein. Das wäre mir nach 4 Stunden Fegen bestimmt aufgefallen. Ja, davon ist auszugehen. Warum fegen Sie eigentlich immer noch diese Seite der Brücke? Die ist doch schon blitzsauber, während die andere Seite nach wie vor völlig verdreckt ist. Haben Sie mal rübergeschaut? Ja und? Es regnet. Sowas soll vorkommen. In der Tat. Also warte ich, bis es aufgehört hat. Sie fegen die andere Seite der Brücke nicht, weil es regnet? Nein, es wäre ja albern. Das habe ich mir auch gedacht. Ich fege da nicht, weil ich nass werden würde. Oh, und das finden Sie weniger albern? Springen Sie freiwillig in eine Klärgrube? Nein, aber... Sehen Sie, also warum sollte ich mich freiwillig durchnässen lassen? Zumal es ja Alternativen gibt. Und die wären? Ich fege hier weiter. Aber hier ist alles sauber. Aber nicht porentief rein. Und was machen Sie, wenn es hier auch anfängt zu regnen? Dann habe ich halt Pech gehabt und werde nass. Und dann? Dann fege ich die andere Seite der Brücke. Nass bin ich dann ja eh schon. Und da sage noch einer, weibliche Logik sei schwer nachvollziehbar. Naja gut, aber ich sag mal, wir kennen ja den Aufbau des Spiels. Das heißt mit anderen Worten, das ist ein Hinweis darauf, dass wir ihn nass machen müssen, damit er auf der anderen Seite fegt und vermutlich irgendwas freilegt oder so. Warum haben Sie eigentlich solche Angst vor Wasser? Hab ich nicht. Aber ich muss ja nicht unbedingt nass werden, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Also kein Trauma aus Kindertagen? Nicht, dass ich wüsste. Ist halt Berufsrisiko. Dass man nass wird? Dass es regnet. Nicht umsonst sagt der Volksmund, viel Fegen bringt Regen. Und mich beschuldigt man immer, einen Hang zu üblen Karlauern zu haben. Ja. Okay, also wir können hier weitergehen, glaube ich, oder? Ändert sich da was? Ja, okay. Ist das denn Enten oder was? Oh, wie süß. Enten? Hübsch? Nein, süß. Pfütze, Dreck. Im Gegensatz zur rechten Brückenhälfte ist diese völlig verdreckt. Dazu fehlt mir die entsprechende Ausrüstung. Ich sollte lieber mal versuchen, den Straßenfeger dazu zu bringen, hier zu kehren. Ja, aber ich denke mal, dass wir jetzt hier wahrscheinlich nicht weiterkommen. Können wir? Ach, Moment, ich hatte doch... Wo habe ich den Schnuller jetzt her? Ein Schnuller? Also wir haben eben die 5 Cent gefunden, aber wo habe ich den Schnuller jetzt her? Die meinte ich eigentlich, die Stadtkarte. Wir sind jetzt... Nee, Moment, das ist der Friedhof. Gefängnis, Metro, Brücke. Wir sind hier an der Brücke. Ach,
Das heißt, wenn wir den Mosaikstein gefunden haben. Okay, dann gehen wir mal in die Metro, würde ich sagen. Hier können wir noch schön gerade nichts machen. Ein schnittiger italienischer Sportwagen. Auf der Motorhaube ist ein hübsches Pferd und ein weniger hübscher Kratzer. Wer so lecker aussieht, bei dem sind die inneren Werte völlig nebensächlich. Naja. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Buongiorno, Signorina. Darf ich mich vorstellen? Alessandro Rossi. Nina Kalenko, sehr erfreut. Was macht ein gut aussehender Italiener an einer Straßenkreuzung in Paris? Ich warte auf den Bus. Oh, Sie haben gar kein Auto. Doch, natürlich. Steht da drüben. Der rote Sportwagen? Ja, beeindruckt. Ein bisschen schon. Und warum warten Sie dann auf den Bus? Ich soll ja ein paar Freunde treffen, die mit ihrem Kleinbus unterwegs sind. Sie kennen sich in Paris nicht aus und wir wollen dann von hier aus zusammen weiterfahren. Und da die Ausschilderung ziemlich mies ist, biegen die meisten an dieser Stelle falsch ab. Warum begleiten Sie uns nicht? In meinem Sportwagen ist ein Plätzchen frei. Ja, warum nicht? Ach nein, geht leider nicht. Ich habe noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Schade. Aber wenn Sie es sich anders überlegen sollten, ich bin noch ein paar Minuten hier. Sagen Sie einfach Bescheid. Sie würden sonst bestimmt was verpassen. Die Frage mag zwar seltsam klingen, aber Ihnen ist nicht zufällig ein blauer Stein aufgefallen, der in einem der umliegenden Gebäude verbaut wurde? Die Frage klingt wirklich seltsam. Aber selbst wenn hier irgendwo ein blauer Stein wäre, so würde er mir vermutlich nicht auffallen. Habe ich mir beinahe gedacht. In Ihrem Wagen ist ein hässlicher Kratzer. Mama mia, warum müssen Sie mich daran erinnern? Ich weiß das doch, er ist ja kaum zu übersehen. Entschuldigung, ich wusste ja nicht... Seit heute Morgen denke ich an nichts anderes. Da will ich mal einen guten Eindruck von meinen Freunden machen und leih mir diesen Sportwagen. Ach, das ist gar nicht Ihre? Nein, aber der Kratzer gehört mir. Kaum habe ich den Wagen abgeholt, schon passiert mir dieses Unglück. Beruhigen Sie sich wieder. Ist doch nicht so schlimm, ist ja nur ein Kratzer. Und so schnell wird aus einem stolzen und attraktiven Mann ein jämmerliches Häuflein Elend. Ich bin mal kurz weg. Schade. Ja, können wir hier noch irgendwas machen? Die Uhr ist stehen geblieben. Oh, Eingang? Oha, was ist das? Teddybär. Schon beeindruckend, wie sich die Natur ihren Lebensraum zurückerobert. Das sind alles die Gleise. Ein Regenschirm, okay. Kaugummiautomat. Ich möchte lieber gar nicht wissen, wie alt die Kaugummis sind. Zumindest muss man schon mit Eurocent bezahlen. Na klar, Geld regiert die Welt und umsonst ist der Tod. Auch wenn es in diesem Fall nur einer 10-Cent-Münze bedarf. Die wir natürlich... Ach so, doch, wir haben 5 Cent. Auf dem Schild steht Aushilfe gesucht. Na, ja, 5 Cent. Ich weiß nicht, damit können wir es wahrscheinlich nicht benutzen. Früher hätte man für 5 Cent eine ganze Packung Kaugummi bekommen. Heute reicht's nicht mal für ein einziges. Da wird schon lange nichts mehr verkauft. Brunnen? Da ist kein Wasser drin. Ja, natürlich. Das Geld im Brunnen werfen auch nicht, nehme ich an, ne? Ich mag Teddys ja eigentlich, aber der hier guckt wirklich schon sehr fies. Außerdem stinkt er wie ein Iltis. Ein schon leicht zerfledderter Regenschirm mit scharfer Spitze. Vielleicht kann man ihn zumindest noch als Wanderstock verwenden. Okay, also das würde dem einen dann wohl eher nichts bringen. Was war denn hier mit dem Schaltkasten? In dem Kasten befindet sich auch der Schalter für den Brunnen. Ich schalte den Brunnen mal an. Passiert nichts. Ohne Wasser ist das aber auch nicht sonderlich überraschend. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus.
Okay. Das Uhrwerk gehört zu der Uhr, die draußen an der Metrostation hängt. Ich werde mal versuchen, die Uhr wieder in Gang zu bringen. Der Mechanismus scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Vermutlich wird sie gleich wieder stehen bleiben. Kann man auch nichts kombinieren von dem, was wir gerade haben, ne? Nehme ich mal stark an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch alles total unlogisch, wenn ich hier irgendwas kombinieren möchte. Achso, das war der Brief. Nee. Kioskschild. Fenster. Das Fenster habe ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Die Uhr ist stehen geblieben. Ja, so weit war ich auch schon. Kann man hier irgendwas... Mit dem Teddy wahrscheinlich... Ah ne, jetzt habe ich den weggeklickt. Ein netter Plan. Auf den Minutenzeiger legen und die Uhr aufziehen. Wenn der Zeiger dann weiter wandert, rutscht es irgendwann vom Zeiger runter, fällt auf den Wagen und löst so die Alarmanlage aus. Das Problem an der Sache, das Ding ist zu leicht und würde die Alarmanlage vermutlich nicht auslösen. Okay. Ja gut, das ist auch zu leicht. Ein netter Plan. Das Problem... Ein netter Plan. Ich lege ihn auf den... Das Problem an... Was war da mit der Alternative? Ein nettes Problem an der Sache... Achso, bessere Alternative. Kerze? Ah. Okay. Gar keine so schlechte Idee. Ich lege die Kerze auf den Minutenzeiger und ziehe die Uhr auf. Wenn der Zeiger dann weiter wandert, rutscht die Kerze irgendwann vom Zeiger runter, fällt auf den Wagen und löst so die Alarmanlage aus. Ich muss nur sicherstellen, dass ich mir währenddessen ein Alibi besorge. Okay. Da war aber doch noch... Genau, hier die Decke, die konnte man sich noch anschauen. Die Decke ist angestrichen. Es lässt sich leider nicht erkennen, ob da einer der gesuchten blauen Steine drin verbaut ist. Vielleicht lässt sich die schon fast abbröckelnde Farbe irgendwie von der Decke entfernen. Da komme ich nicht ran. Ah, Moment. Ich sollte mir eine andere Möglichkeit einfallen lassen, die brüchige Farbe von der Decke zu entfernen. Im Idealfall eine, die nicht eine halbe Ewigkeit dauert. Das ist eine gute Frage. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal raus. Der Wagen ist durch eine Alarmanlage gesichert, die bestimmt schon bei der kleinsten Berührung losgeht. Und da ich die einzige bin, die sich hier aufhält, könnte der Verdacht unter Umständen auf mich fallen. Ein schnittiger italienischer Sportwagen. Auf der Motorhaube ist ein hübsches Pferd und ein weniger hübscher Kratzer. Ja, haben wir denn hier alles schon... Nee, den Gullideckel haben wir noch nicht. Ein stinknormaler Gulli. Da kann ich nicht reinfassen. Die Schlitze sind zu eng und der Deckel lässt sich aus irgendeinem Grund nicht anheben. Zur Brücke. Paris. Dann gehen wir jetzt erstmal... Haben wir bei der Brücke eigentlich über... Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt geguckt haben, ob wir da links rum können. Ne, okay. Hier hatten wir offenbar alles. Metro waren wir gerade. Friedhof wäre quasi wieder zurück. So, ich gehe mal zum Gefängnis. Wenig los hier. Ja,
Und hoffentlich bleibt das auch so. Ja, das war ja jetzt nicht besonders mittelmäßig viel. Schön, mittelmäßig alt, mittelmäßig angezogen. Alles in allem ziemlich mittelmäßig. Lauter Hinweise für die Bürger, wie sie sich zu verhalten haben. Im Falle von Problem, Unernst, Über, Not und anderen möglichen und unmöglichen Fällen. Okay, also wir haben hier noch einiges zu tun, aber ich krieg gerade einen Anruf rein. Ich mache einen kleinen Cut und ich komme gleich sofort wieder rein. So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt können wir uns mal in Ruhe die Sachen hier alle anschauen. Die Pinnwand hatten wir uns ja angeschaut, daran kann ich mich noch erinnern. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt mal eben kurz weg, in Anführungszeichen. Deswegen muss ich jetzt gerade mal überlegen, was wir alles gemacht MGs, haben. MGs, Handgranaten, Maschinenpistolen und jede Menge Munition. Scheint hier keine besonders ruhige und friedliche Gegend zu sein. Ja. Wenn ich mir da jetzt ein paar Waffen rausnehme, muss ich womöglich noch eine dieser stumpfsinnigen Sumpfhuhnballereien zocken, was mich zu Tode langweilen würde. Außerdem hat mir der Lead-Designer Minispiele strikt verboten. Oh, warum? Okay, Mülleimer. Egal, was da drin sein mag, ich fass nicht rein. Und damit hier ja keiner auf dumme Ideen kommt, wird diese Option gar nicht erst angeboten. Ja, es hat mich schon gewundert. Normalerweise, ne? Was ist das denn? Der französische Staatspräsident mit seinem fotogensten Lächeln. Okay. Da können wir wahrscheinlich nicht rein. Ah, den können wir auch nicht mitnehmen. Eine Ausnüchterungszelle. Sie ist leer und auch ansonsten ist nichts Besonderes zu sehen. Die Zelle ist zu und ohne Schlüssel wird man da auch nicht reinkommen. Jo, das dachte ich mir schon. Eine Ausnüchterungszelle. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste da hinten an der Wand einer der gesuchten Steine sein. Mist. Die Zelle ist zu. Und ohne Schlüssel wird man da auch nicht reinkommen. Okay, das heißt, dann müssen wir da... Können wir mit ihr denn nochmal sprechen oder wimmelt die uns wieder ab? Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Ja? Die Zelle da vorne rechts, kann ich da vielleicht mal kurz rein? In die Ausnüchterungszelle? Was wollen Sie denn da? Sind Sie etwa betrunken? vielleicht... Ja, ich bin sternhagelvoll. Ach ja? Dann hauchen Sie mich mal an. Sie sollten vielleicht mal Ihr Mundwasser wechseln. Aber betrunken sind Sie mit Sicherheit nicht. Okay. Ja, dann sehe ich jetzt im Moment leider keine andere Möglichkeit. Mit dem Regenschirm können wir da nicht rein, ne? Oder mit einem Schnuller? Ja, damit ließe sich das Schlüsselloch der Tür durchaus verstopfen. Das würde allerdings auch sofort auffallen und man könnte das Schlüsselloch ganz leicht wieder frei bekommen. Ach, verstopfen. Ah, müssen wir die verstopfen? Ja, damit ließe sich das Schlüssel... Okay. 5-Cent-Stück vielleicht? Auch nicht? Auch nicht. Können wir die damit ermorden? Nein. Da können wir noch nicht hin, hieß es, ne? Oder können wir da schon? Der Zoo hat noch geschlossen. Nee. Metrobrücke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier noch was machen können. Ich meine, wir haben jetzt da oben das Ding draufgelegt. Wir können hier nichts... Können wir da vielleicht irgendwas machen? Der Wagen ist durch eine Alarmanlage gesichert. Ja, ich weiß. Der Wagen ist... Will er einen Teddy vielleicht haben? Auch nicht. Ich meine, es ist ein Point-and-Click, ne? Man probiert einfach alles. Die Uhr ist stehen geblieben. Oder können wir da vielleicht noch irgendwas machen? Kaugummiautomat. Das Geld konnten wir dann nicht benutzen. Das können wir auch nicht benutzen.
Das auch nicht. Was war denn mit den Schaltkasten hier? Was hatte sie da nochmal gesagt? Ich schalte den Brunnen mal an. Ach so, das war der Brunnen, ja. Ja, ist gut, Nina, das funktioniert nicht. Das passiert nichts. Ohne Wasser ist das aber auch nicht sonderlich überraschend. Ja, ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Also das war nur für den Brunnen. Wobei ich natürlich nicht weiß, können wir irgendwas mit dem Brunnen machen? Schon beeindruckend, wie sich die Natur ihren... Was hat das mit dem Flock zu tun? Das geht auch nicht. Ah nee, das hatte ich ja schon probiert. Bevor ich den Brunnen verstopfe, sollte ich vielleicht erstmal schauen, ob er überhaupt noch funktioniert. Okay. Also, ob es jetzt nützlich ist oder nicht, weiß ich nicht. Was war hiermit? Da konnten wir nur durchschauen, ne? Ein teuflischer Plan, der mich vermutlich viele Sympathien kosten dürfte. Was? Wäre das hier ein Computerspiel, würde man es vermutlich als gewaltverherrlichend einstufen und auf den Index setzen. Aber leider ist das hier kein Spiel, sondern bitterer Ernst und ich muss die Welt retten. Und für Weltenretter gelten nun mal andere Gesetze. Also, auf geht's. Okay. Hallo, Sie warten noch immer? Ja, hoffentlich haben sich meine Freunde nicht verfahren. Was? Das ist doch... Mein Auto! Halt! Wartet, ihr fahrt in die falsche Richtung! Ihr müsst doch hier abbiegen! Halt! Na, so ein Mist! Jetzt bin ich komplett durchnässt. Das nennt man dann wohl Kettenreaktion. Es ist eine Katastrophe. Wie mein ganzes Leben. Eine einzige Katastrophe. So schlimm, dass Sie Ihre Freunde verpasst haben? Meinen Sie nicht, dass Sie den Weg trotzdem finden werden? Ja, vielleicht. Aber es geht ums Prinzip. Mir will einfach nichts gelingen. Alles geht schief. Ach, Kopf hoch. Es kommen auch wieder bessere Tage. Darauf warte ich schon seit Jahren. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich brauche mal ein paar Minuten für mich. Der ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte ihm folgen und aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Schließlich bin ich ja nicht ganz unschuldig an seiner Stimmung. Ja, cool. Ich dachte schon, er will sich was antun. Okay, dann reden wir doch mal mit ihm. Was ist mir denn hier eigentlich? Hallo, wieder alles in Ordnung? Ich mache mir echt Sorgen um Sie. Oh, hallo. Ja, ist nicht mein Tag heute. Erst zerkratze ich mir mein Auto und dann verpasse ich auch noch meine Verabredung, die jetzt vermutlich irgendwo auf dem Weg Richtung Spanien ist. Oh, ich fürchte, dass ich zumindest für die verpasste Verabredung verantwortlich bin. Kann ich irgendwas für Sie tun? Irgendwas, das Ihre Laune wieder etwas aufbessert? Nett gemeint, aber ich laufe schon seit Jahren meinem Glück hinterher. Es ist einfach schneller als ich. Man kann das Schicksal nun mal nicht ändern. Der arme Kerl ist ja fix und fertig. Nina? Du musst dir dringend was einfallen lassen, sonst kriegst du bald nur noch Angebote als Filmbösewicht. Wenn ich jetzt gehe und verspreche, bald wiederzukommen, versprechen Sie mir dann auch, keine Dummheiten zu machen? Klar, schon aus purem Mangel an Energie. Okay, können wir ihm denn irgendetwas geben, was ihn aufmuntert oder so? Teddy? Ja, den wollte er ja vorhin ja schon nicht haben, ne? 5 Cent? Können wir auch nicht irgendwie hier liegen lassen oder so, so nach dem Motto, können wir ihn umbringen? Nein. Gut, dann nehmen wir halt die Zeitung. Nein, sollst du dir das angucken? Mein Französisch ist etwas eingerostet, aber soweit ich es überblicken kann, ist die... Oh, hier ist ein Bericht über die gesunkene Calypso, das Schiff, auf dem ich auch beinahe abgesoffen wäre. Offenbar konnten fast alle Passagiere gerettet werden. Und darunter ist eine großformatige Anzeige von diesem Fernsehprediger Pat Shelton und seiner Puritas Cordis-Sekte. Das überhastete Zusammenkommen der weltlichen Führer in New York beweist nur eins. Weder die selbsternannten Staatsoberhäupter noch die sogenannten Wissenschaftler haben eine Antwort auf die größte aller Katastrophen, die uns nun bevorsteht. Doch wie sollten sie auch? Nur der unerschütterliche Glaube an die Macht Gottes kann uns leiten. Nur er kann das Licht sein, das uns aus dem dunklen Tal hinausführt. Der Prophet Zandona sah das nun nahende Unheil bereits vor Hunderten von Jahren voraus. Er prophezeite, die alte Weltordnung wird zugrunde gehen,
Jeglicher weltliche Besitz wird in Trümmern liegen und aus der Asche der Dekadenz wird sich strahlend und rein das neue Reich Gottes erheben. Und daher geht mein Ruf hinaus an die Menschen, auf dass er in ihren Ohren klinge wie der letzte Donnerhall und sie die Erkenntnis ereilt. Kommt in die rettenden Arme von Puritas Cordis. Kommt, bevor es zu spät ist. Ich mag diesen Pat Shelton und seine Puritas Cordis-Sekte ja nun nicht wirklich. Genau genommen halte ich sie für einen Haufen Schwachköpfe. Das Problem ist nur, dass ich mittlerweile das Gefühl nicht loswerde, dass sie durchaus strukturiert vorgehen und einen konkreten Plan verfolgen. Den Plan, die apokalyptische Prophezeiung von Sandona in die Tat umzusetzen. Deswegen sind sie zwar immer noch ein Haufen Schwachköpfe, aber möglicherweise ein Haufen extrem gefährlicher Schwachköpfe. Unterschätzen sollte man die jedenfalls nicht. Ja. Will er die Zeitung flöchern? Nee. Ich habe keine Ahnung, wen diese Statue darstellen soll. Und eine Plakette mit näheren Hinweisen ist nirgendwo zu sehen. Ist mir ein Rätsel, wie sich die Statue auf irgendeine Art und Weise manipulieren lassen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich klicke nur mal alles an, Nina. Hübsch. Derzeit keinerlei Badebedarf vorhanden. Und wenn ich... Um mein Finanzimperium aufbauen zu können, brauche ich sinnvolle Investitionen mit Entwicklungspotenzial. Das sehe ich bei dieser Aktion derzeit nicht wirklich als gegeben an. Verstopfen können wir das auch nicht, oder? Also Paris. Kann man hier irgendwo hin? Oh, was ist das? Tennisball. Schnaps. Moment. Hula-Hoop-Reifen. Okay. Och, das ist doch der eine hier. Ja. Ich soll einen Clochard bestehlen? Solange er noch Verwendung dafür hat, werde ich sie ihm bestimmt nicht wegnehmen. Einige leere Flaschen und eine Buddel voll Rum. Na, dann frag ihn doch einfach mal ganz nett. Hallo, da sind Sie ja wieder. Wollten Sie mich mal zu Hause besuchen? Sie wohnen hier? Naja, es ist nicht das Ritz. Aber zumindest hat man hier seine Ruhe. Wenn nicht gerade mal wieder so ein jammernder Zeitgenosse vorbeikommt. Was ist los mit dem armen Kerl? Er hat den Bus verpasst. Tragisch. Wirklich tragisch. Der Brunnen da drüben. Lassen Sie mich raten. Sie haben Geld reingeschmissen und hoffen jetzt darauf, dass alles besser wird. Nein, wieso sollte ich? Oh, ich dachte nur, weil das früher bei Touristen sehr beliebt war. Geld in den Brunnen zu werfen? Ja, man sagt, er habe magische Kräfte. Das sagt man auch von einigen hochprozentigen Getränken. Ja, aber glauben Sie mir, auch das stimmt nicht. Na, Sie müssen es ja wissen. Und warum schmeißen die Leute jetzt kein Geld mehr rein? Vermutlich haben sie den Glauben an die Existenz von Wundern verloren. Also muss auch ich meine Hoffnung auf ein Wunder begraben? Probieren geht über Studieren. Und wenn Sie zu viel Geld haben... Dann werde ich an Sie denken. Versprochen. Danke. Sie wissen nicht zufällig, wann der Zoo aufmacht, oder? Eigentlich müsste er jetzt aufmachen. Gut, dann werde ich da gleich mal vorbeischauen. Sehr schön. Sie trinken ganz schön viel. Ja, ich weiß. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie noch nie auf der Straße gelebt haben, oder? Nein, nicht wirklich. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Feste Nahrung bringt natürlich deutlich mehr Energie. Aber Energie wofür? Niemand wartet darauf, dass ich genug Energie habe, um mein Haus zu bauen oder mein Auto zu reparieren. Und einen Job habe ich auch nicht. Ich brauche also nicht wirklich Energie für irgendwas. Was ich hingegen ganz dringend brauche, ist eine Möglichkeit, diesen Mist hier zumindest kurzzeitig zu vergessen. Und ich brauche etwas, das mich in kalten Nächten warm hält. Ich verstehe. Nein, tun Sie nicht. Aber das mache ich Ihnen auch gar nicht zum Vorwurf. Ist nun mal schwer nachvollziehbar für jemanden, der noch nie in einer solchen Lage war. Wollen Sie nicht zumindest mal versuchen, aus diesem Kreislauf rauszukommen? Und wie? Zum Beispiel, indem Sie mit dem Trinken aufhören. Ich könnte mal schauen, ob ich Ihnen was Essbares organisieren kann. Habe ich schon versucht. Aber der Mensch füttert nun mal lieber Tauben als seinesgleichen. Klingt ein bisschen nach böse Welt und keiner hat mich lieb. Wenn ich Ihnen was zu essen besorge, würden Sie dann mit dem Trinken aufhören? Ich könnte mein Geld dann in einen Schlafplatz investieren. Abgemacht. Okay. Ich gehe dann mal wieder.
Was zu essen haben wir erstmal nicht dabei. Ein Hula-Hoop-Reifen. Hoffentlich erwartet jetzt keiner von mir, dass ich den stundenlang um meine Hüften kreisen lasse. Ein Tennisball. Okay, kommen wir hier noch weiter? Kommen wir nur wieder nach Paris? Da haben wir aber auch nichts mehr. Okay. Ach so, die Brücke, genau, da können wir doch auch nochmal. Wie es scheint, kann der Straßenkehrer ja doch schnell arbeiten. Die ganze Brücke glänzt wie neu. Tja, der Bus, auf den Herr Rossi gewartet hat, ist hier falsch abgebogen, durch die Pfütze gefahren und hat damit den Straßenfeger komplett durchnässt. So gab es für den keinen Grund mehr, nicht auf der verregneten Brückenseite zu fegen. Man muss das Leben nur verstehen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Und da ist auch einer der gesuchten Steine. Ja, den habe ich auch gerade gesehen und die redet und redet. Der Stein sitzt ziemlich fest, den bekomme ich so nicht raus. Mit der Spitze kann ich vielleicht den Sand drumherum ein bisschen wegkratzen. Und jetzt den Schirm als Hebel einsetzen. Dieser Stein ist mein. Sehr schön. Dann haben wir noch einen weiteren. Sonst können wir hier nichts mehr machen, ne? Zehen untersuchen. Hier hatten wir ja schon geguckt. Da können wir ja nicht weiter nach links. Jetzt ist auch nichts Neues. Nee. Okay, nur die Enten, die irritieren mich irgendwie mal noch ein bisschen da hinten. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas mitmachen kann. Hula-Hoop-Reifen wahrscheinlich auch nicht. Nein. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir ganz kurz noch den Stein ein. Beziehungsweise die Figur oder was weiß ich. Also eigentlich ist es ja ein Stein. Wie war denn der Text nochmal? Konnte ich den hier auch... Achso, hier konnte ich den gar nicht lesen. Moment. Was haben wir überhaupt für einen? Dies ist einer der gesuchten Steine, die aus dem Mosaik in der Kirchenruine stammen. Darauf ist ein stilisierter Bauer abgebildet. Schwarzer Bauer. Gucken wir mal. Scheint eine alte Karte vom Gebiet des heutigen Frankreichs. Es stand nicht gut um den König. Er hatte sich in die Provence. Nördlich tobte ein Bauernaufstand und die Verstärkung aus dem Königreich Navarra, die soeben die Grenze überschritten hatte, musste sich zunächst mit den massiven Befestigungsanlagen im Osten auseinandersetzen. Währenddessen schaute sich sein Widersacher das ganze Spektakel genüsslich von seinem Landsitz in der Bretagne aus an. Nördlich sind die Bauern. Die große Frage ist jetzt nur, nördlich von der Provinz, also da, wo der, König ja war, also hier unten, oder also im Norden. Ich würde aber normalerweise sagen, anhand des Textes, dass das Dauphine sein müsste. Also sprich, direkt über dem König. Das heißt, den müssten wir dann quasi umstellen. Im Mosaik fehlen offensichtlich noch Steine. Ja. Ist ja gut. Und dann würde ich sagen, den schwarzen Bauern hier oben drüber stellen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich verstehe es zumindest so, weil da stand ja nördlich, tobte ein Bauernaufstand oder sowas. Ich stelle es jetzt einfach mal dahin. Ich kann das ja am Schluss immer noch mal gucken, wenn da irgendwas falsch ist. So. Das liegt da halbwegs stabil. Ja, ist gut. Ich darf mal wieder nicht aufs Loch klicken. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit Ja, wir müssen ja noch was an der Polizeistation machen. Allerdings habe ich jetzt hier nichts, wo ich jetzt sagen würde, damit könnte ich was öffnen. Vielleicht würde mir die Zeitung was bringen oder was, ich weiß es nicht. Ach so, nein. Ich muss was Essbares finden, damit ich die Flaschen kriege. Da haben wir ja gerade erst mit ihm drüber gesprochen, mit dem komischen Namen. Damit ich dann wahrscheinlich davon was trinken kann und in die Ausnüchterungszelle kommen kann. Da vermute ich mal, würde der Schnuller dann zum Einsatz kommen und das eine Schloss versperren, sodass ich nicht in die falsche Zelle komme. Das ist gar nicht so schlecht. Aber wir sollten auf jeden Fall erstmal zum Zoo gehen. Und bevor wir dahin gehen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, weil die Folge schon ziemlich lange geworden ist. Und sehen dann den Rest, also sprich den Zoo und vielleicht dann auch noch mehr. Ich weiß ja nicht, wie lange es da dauert, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.